Das Verbrechen, womit die Corinna jetzt wirklich zu kämpfen hat, ist Deepfake. Ich erzähle dir zwei wahre Geschichten. Eine Mutter hat während der Autofahrt einen Anruf von ihrer Tochter bekommen. Die Tochter hat total geweint und ihrer Mutter gesagt, Mama, meine Freundin ist von Kredithaien gekidnappt worden, weil sie das Geld, das sie ihnen geschuldet hat, nicht zurückzahlen kann. Können wir ihr bitte nicht da raushelfen? Am Anfang hat die Mutter wirklich geglaubt, dass das ihre Tochter ist, weil es von der Stimme her so real ist. Aber sie hat dann im Zuge des Gesprächs im Hintergrund so komische Geräusche gehört, wo sie dann ein komisches Gefühl bekommen hat und hat Gott sei Dank das Geld nicht überwiesen. Der zweite wahre Fall ist, Verbrecher haben ein Video generiert mit der KI von einem natürlich super sexy, fashion koreanischen Fitnesstrainer, der nie gewusst hatte, dass sowas mit seinem Profil passiert ist. Und zwar haben die Verbrecher Frauen, ich glaube entweder in Vietnam oder Philippinen, Nachrichten geschickt, dass er ein unheimlich erfolgreicher Fitnesstrainer ist und dass er jetzt plant, ein neues Fitnesscenter zu eröffnen, aber ihm fehle doch das Kapital dafür. Und die Frauen wollten sich absichern, haben gesagt, ich möchte mit dir Videocall machen. Dann haben sie wirklich ein Video generiert, wo die Frauen tatsächlich geglaubt haben, sie sprechen mit ihnen. Aber die Vietnamesin war so gescheit und hat gesagt, bevor ich da ganz viel Geld investiere, sie ist wirklich nach Korea geflogen, hat wirklich diesen Trainer gefunden und hat angefangen, mit ihm zu sprechen. Und der Trainer hat gesagt, ich habe dich noch nie gesehen, das bin nicht ich gewesen und Gott sei Dank hat sie dann kein Geld überwiesen. Und wer sagt dir eigentlich, dass ich jetzt real mit dir rede?